Schönen guten Tag, hier ist wieder Michael Ganser, a.k.a. der irre Lackierer von der MGS Oberflächentechnik aus Bad Förde. Heute geht es bei mir um das Thema Kunststoffreparatur. Dort hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan und viele verschiedene Hersteller haben dazu gute Systeme auf den Markt gebracht, mit denen man wirtschaftlich Kunststoffteile wieder instand setzen kann, die man vorher als Totalschaden abgeschrieben hätte. Man sieht hier eine Bootsmotorabdeckung, die runtergefallen ist, die also mehrere Risse hat. Man beachte auch hier den großen Riss. Hätte man früher gesagt, ab in die Tonne damit, was Neues muss her. Aber heutzutage wirklich möglich, sie wirtschaftlich wieder in Stand zu setzen. Ich persönlich habe mich dafür für ein System von Phoenixa entschieden. Ich habe damit in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht und heute möchte ich aufgrund dieses Härtefalls einfach mal demonstrieren, was heutzutage so möglich ist. Das System von Phoenixa wird umfangreich geliefert mit Klebe- und Verstärkungsmatten, einer Metallkartusche, einem Haftvermittler, Reiniger und drei verschiedene Kleber mit verschiedenen Verzögerungszeiten. Ich glaube, der erste 25 Sekunden, 1,5 Minuten, 3,5 Minuten und danach sind diese Kleber schon schleifbar. Ich werde verschiedene Bilder machen, ich werde mich später auch nochmal zwischendurch immer nochmal wieder melden und die einzelnen Schritte vielleicht nochmal erklären und hinterher sehen wir uns dann nochmal wieder zu einem kleinen Abschlussvideo. Im Zuge dessen wünsche ich schon mal viel Spaß und bis später. So, da bin ich wieder. Das Kunststoffteil habe ich jetzt vorgearbeitet. Ich bin gleich bereit, um den Kleber anzusetzen. Die Schadstellen wurden von mir großflächig mit grobem Papier ausgeschliffen und um den Bruchstücke oder in die Bruchstücke habe ich eine sogenannte V-Form eingeschliffen. Dies habe ich beidseitig gemacht, also auch das Teil von innen auch hergeschliffen, damit ich nachher mit dem Kleber und mit der Strukturmatte bzw. Verstärkungsmatte von hinten arbeiten kann. Ich habe rund um die Bruchstellen Löcher eingebohrt, bevorzugt da 3 bis 4 mm. In regelmäßigen Abständen. Das soll nachher dem Kleber die Verankerung gewährleisten und dass hinterher auch die Stabilität aufgegeben ist. Wie ihr seht, ich musste mich leider von einem Stückchen nicht verabschieden, da dieses Bruchstück so ausgefranst ist von dem Glasfaser her, dass es mir sonst nicht möglich gewesen ist, nachher gleich diese Kante hier unten wieder herzustellen, weil da einfach sonst zu viel Spannung drauf ist. Gleich werde ich das Teil reinigen mit dem Phoenixa Kunststoffreiniger, anschließend mit dem Haftvermittler bearbeiten, in 10 Minuten einwirken lassen, bevor ich den weiter zur Verklebung gebe. Und spätestens da sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Schönen guten Tag, da bin ich wieder. Wie Sie sehen, habe ich das Bauteil geklebt. Ich habe dazu den Phoenixa Kleber erst einmal mit der Verstärkungsmatte versehen, ihm die Verstärkungsmatte so ausgeschnitten, wie auch ungefähr die Art der Beschädigung ist. Ich möchte es jetzt einmal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, damit ihr ungefähr einen Blick habt, wie das von innen aussieht. So sieht es jetzt von innen aus. Das Ganze wird natürlich noch geschliffen und nochmal gegebenenfalls nochmal weggespackelt. Von außen habe ich dann die Konturenmatte oben aufgelegt und das durchgedrückte Material mit dem Zielspachtel schön glattgeschliffen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Hier an einer Stelle habe ich das schon mal abgezogen. Geht also wunderbar und einfach. Hier unten musste ich ein bisschen tricksen, also nicht wundern. Dadurch, dass das Bauteil ja auch Spannung ist, musste ich in den letzten beiden Löchern ein Stück Draht einbauen, von innen ein bisschen anziehen, damit die Kante nachher wieder stimmt. Muss ich natürlich gleich entfernen, gegebenenfalls nochmal nachkleben. Aber jetzt hat das Bauteil so viel Stabilität, dass dann nichts mehr passieren kann, wenn ich den Draht jetzt entferne. Gut, die nächsten Schritte werden sein, ich werde da schön klar schleifen, glatt schleifen. Dann nochmal mit einem Kunststoffspachtel nochmal die letzten Unebenheiten ausspachteln. Und dann müssten wir auch schon soweit für den Lackaufbau sein. Bleiben wir dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den Kleber schön plan geschliffen. Anschließend das Ganze nochmal mit einem Kunststoffreparaturspachtel noch einmal glatt abgezogen. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Man beachte, auch die Kante stimmt wieder. Passt. Flexibel. Ich kann also auch ordentlich drücken, es reißt nichts ein, es platzt nichts ab, es bleibt so wie es sein soll. Deshalb kann ich das Kunststoffreparatursystem von Phoenixa wirklich empfehlen. Ich habe mich dafür entschieden, ganz einfach, weil ich das als sehr anwenderfreundlich empfinde. Und wie ihr ja schon gemerkt habt, habe ich ja schon so einige Phoenixa-Videos ja schon bei mir hochgeladen. Das liegt auch ganz einfach daran, der Service ist wirklich einfach unschlagbar. Guter Support. Gute Qualität, was will man da einfach mehr? Jetzt kann ich beginnen, diese Bootsabdeckung mit einem ganz normalen herkömmlichen Lackaufbau zu bearbeiten. Der Kunde freut sich, er spart viel, viel Geld. So eine Motorabdeckung neu kostet sehr viel Geld. Von daher würde ich mal sagen,
reparieren anstatt wegschmeißen und neu kaufen. Greta würde höchst entzückt sein und von daher verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in meine Leistung, in das Kunststoffreparatursystem von Phoenix erhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, abonniert bitte meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Haut auf die Glocke für die Benachrichtigung. Im Zuge dessen, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Lackierer.